Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Shakes and Fidget und heute haben wir was ganz Besonderes. Und zwar hat heute EU9 eröffnet, heißt, seid ihr jetzt auf der Welt angemeldet, könnt ihr diesen Code verwenden, um insgesamt 100 Sanduhren, einen Mount für 24 Tage, als auch nochmal einen Trank des Lebens zu bekommen. Und oben links seht ihr immer noch meinen Creator-Code eingeblendet, falls ihr Pilze kauft, unterstützt mich mit diesem Code. Mit diesem Server habe ich mich jetzt zum Beispiel entschieden, einen Nekromanten zu spielen. Der ist eine relativ neue Klasse und der hat jetzt Eigenschaft, dass er insgesamt jeweils Skelette, Jagdhunde oder auch Golems spawnen kann. Die Golems blocken seine Angriffe. Der Jagdhund macht zum Beispiel richtig krasse Crits, die insgesamt 100% mehr Damage machen. Und die Skelette verursachen über 3 Runden insgesamt 25% mehr Damage. Und ich muss sagen, es ist schon was relativ Cooles. Wir versuchen in der heutigen Episode so viele Level wie möglich zu machen. Denn derzeit ist irgendwie Platz 1 Level 28. Und ich glaube, ich wäre schon relativ glücklich, wenn wir so ungefähr Level 20 haben. Denn heute haben wir auch richtig coole Events. Und ich sehe gerade, ich habe 1000 Gold. Das verskill ich, glaube ich, erstmal ein bisschen. Beziehungsweise, ich glaube, es macht am meisten Sinn, sogar sich erstmal eine coole Gilde zu suchen. So, jetzt habe ich auch zum Beispiel eine richtig coole Gilde gefunden, wo man jetzt am Anfang ein bisschen drin bleiben kann. Denn hiermit bekommen wir einfach nochmal zusätzlich zum normalen Event 30% mehr Erfahrung als auch 30% mehr Gold, was am Anfang vor allem einen richtig heftigen Vorsprung gibt. Deswegen suchen wir uns jetzt ein paar Quests, dass wir insgesamt auf Level 10 erstmal kommen und können uns jetzt nochmal einen Ausdauer- und Intelligenztrank holen, damit die einfach relativ günstig am Anfang sind. Also ich glaube, so früh hatte ich nun auch nicht Level 10 erreicht. Bei ungefähr 19 Alu konnten wir jetzt ganz entspannt Level 10 erreichen. Heißt, unser Ziel ist es jetzt ein bisschen zu blättern, um das Sammelalbum zu bekommen, denn wir müssen jetzt dieses relativ hochbringen, sodass wir mehr XP bekommen und jetzt habe ich auch direkt schon das Sammelalbum bekommen. Denn mit dem Sammelalbum müssen wir relativ viele Achievements als auch alle Items sammeln und pro Prozente, die wir hier auffüllen, bekommen wir mehr XP. Und dafür müssen wir einfach nur in die Arena gehen. Okay, die ganzen Gegner sind jetzt viel zu stark für uns, weil wir erstmal neues Equipment brauchen. Und jetzt haben wir auch das gesamte neue Equipment zusammen. Hab jetzt noch mein gesamtes Gold verskillt. Und jetzt können wir einfach ein bisschen in die Arena gehen und schon mal das Sammelalbum voll machen. Und damit bekommen wir auch mal ein bisschen Gold. So, jetzt habe ich zum Beispiel ein bisschen weitergemacht und jetzt haben wir schon mal 13%. Also das hilft uns weiter, aber ich mache mal erstmal eine kleine Pause. Denn jetzt können wir ganz entspannt in die Dungeons gehen und versuchen, so weit wie es geht, in die Dungeons nach vorne zu kommen. So, Gespenst war schon mal kein Problem. Der Skelett sollte auch kein Problem sein, perfekt. Und ich muss sagen, ich finde den Nekromanten echt cool. Und da ist auch der widerliche Wiedergänger weg. So, und ich habe mir jetzt so ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt noch in der Zwischenzeit machen können. Ich bin der Meinung, es wäre am besten und am sinnvollsten, das Sammelalbum auf ungefähr 20-30% zu packen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dieses Sammelalbum auf die ganzen Prozente gebracht habe. So, ich habe jetzt das Sammelalbum auf ungefähr auf 23% gemacht. Das Rest werde ich jetzt morgen machen. Bedeutet, wir gehen weiter im Dungeon, versuchen noch den schlagenden Vampir zu besiegen. Okay, es hat jetzt auf einmal First Try geklappt. What? Und den nächsten, den müssten wir auch noch bekommen. Okay, ich glaube, den nächsten bekommen wir doch nicht. Und das Wichtige ist, dass wir auch versuchen, die gesamten Achievements zu machen. Wie hier zum Beispiel unbesiegbar, das können wir direkt am ersten Tag machen. Den Abzocker, den können wir auf jeden Fall am ersten Tag machen. Und falls ihr Pilze habt, können wir nochmal Drehwurm auch machen. Das kann ich jetzt zum Beispiel machen. Wir werden viel, viel mehr Prozent alleine durch die Gilde als auch durch ein Sammelalbum bekommen, was ungefähr noch mehr lohnt. So, wir haben gerade Stufe 15 erreicht und jetzt können wir anfangen, nach einem Talisman zu suchen. Wir können jetzt mittlere Tränke finden. Die brauchen wir, damit wir nochmal viel größeren Boni haben im Dungeons. Und spielt ihr das Ganze einfach ohne Pilze, dann wartet einfach nur ein bisschen ab, denn ihr könnt zum Beispiel jetzt ab morgen neue Items finden. Und gleichzeitig können wir auch versuchen, all unsere anderen Items nochmal up to date zu halten. Heißt, ein komplett neues Equipment uns zu holen. Und jetzt gehen wir wieder in die Dungeons rein und versuchen in den Dungeons voranzukommen. Und bekommen direkt noch einen Epic-Gürtel. Mega. Aber ich muss sagen, gegen Benji ist schon krass eigentlich, wie viel Schaden ich mache. Dadurch, dass wir mit der Benji jetzt doch nicht so easy klarkommen, wie ich dachte, werde ich erst mal bis Level 18 uns hochleveln, um dann anfangen, das Sammelalbum auf 30% zu bringen. Dafür gehen wir wieder in die Ehrenhalle und versuchen mal, die ganzen Gegner hier zu besiegen. Da wir ja XP-Event haben, habe ich gesagt, okay, level ich bis Stufe 20. Und jetzt fangen wir wieder an, komplett neues Equipment zu suchen, da wir jetzt viel, viel bessere Items nochmal bekommen. Okay, eine neue Robo haben wir jetzt auch bekommen mit 30 Intelligenz. Und ich habe gerade eben noch diese Waffe hier bekommen mit 94 Durchschnittsschaden, die auch sehr, sehr gut ist. Ne, und dann war es das auch. Und dann können wir jetzt hier nochmal gegen die Benji kämpfen, auf die Hoffnung, dass es jetzt leichter geht als vorher. Yep, das hat mir direkt klappen. Leider kein Epic bekommen. Und jetzt können wir auch hier in den nächsten Dungeon weiter vorangehen. Obwohl das eigentlich gerade hier extrem... Naja, nicht so knapp aus. Okay, haben die dann doch bekommen.
So, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis wir den zweiten Dungeon-Schlüssel bekommen haben und gehen jetzt dort dann in die Dungeons hinein. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 60 Alu verschwendet, um diesen Dungeon-Schlüssel zu bekommen. Normalerweise kann man teilweise sogar bis zu 200-300 Alu verbrauchen, wenn man halt wirklich maximal Pech hat. Aber jetzt können wir hier noch im nächsten Dungeon auch die nächsten, glaube ich, 3 Stufen mindestens legen. Wasserknopf ist schon vorbei. Der Yeti müsste eigentlich auch sehr easy sein. Der Skelettkrieger müsste jetzt auch nochmal ganz easy sein. Oh, da habe ich den jetzt aus Versehen weggeskippt. Jetzt haben wir hier nur noch den Voodoo-Meister und den grässlichen Gremmel. Und am besten ist eigentlich, dass wir irgendwie versuchen, bis Level 25 zu kommen. Denn damit bekommen wir jetzt die Festung. Und das wäre eigentlich das Optimalste, was man so eigentlich am Tag 1 schaffen kann. So, die 100er Alu ist vorbei. Leider habe ich es nur bis Level 23 geschafft. Wie gesagt, 25, wir haben den Optimalsten. Sind jetzt Rang 967. Und wie es dann die nächsten Tage weitergeht, seht ihr dann in den nächsten Episoden, wenn es dann wieder heißt EU9. Denn es wird jetzt wöchentlich Videos über diesen Server kommen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.